Dann begrüße ich nochmal ganz herzlich zur bundesweiten Online-Ringvorlesung, heute zum zweiten Vortrag. Und ich übergebe das Wort an unsere Moderatorin Dr. Katrin Allert, die unseren Vortragenden heute vorstellen wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Markus. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Universität zu Köln zu dem heutigen Vortrag. Mit ca. 900 eingeschriebenen Gasthörer und Seniorenstudierenden sind wir auf jeden Fall eine der großen Einrichtungen für wissenschaftliche Weiterbildung Älterer und freuen uns, dass wir bei der bundesweiten Online-Ringvorlesung mit einem Beitrag vertreten sind. Genau, als Referenten konnten wir Herrn Professor Dr. Martin André gewinnen. Er ist habilitierter Medienwissenschaftler, hat unter anderem in Köln und Cambridge studiert, war lange Jahre auch bei Henkel Marketing Manager und ist aktuell außerplanmäßiger Professor hier an der Universität zu Köln mit Schwerpunkt digitale Medien und arbeitet aber auch in einem Start-up für KI-Applikationen und Digitalkonzepte. Genau, sein heutiger Vortrag wirft ein Schlaglicht auf den großen Einfluss von Digitalkonzernen auf politische Meinungsbildungsprozesse und auch demokratische Prozesse. Er stützt sich dabei auf eine Studie zur Messung des Medienkonsums. Und genau, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag und freue mich aber auch auf die Diskussion und Ihre Fragen dann hinterher. Und damit übergebe ich an den Referenten. Fantastisch. Vielen Dank, Frau Dr. Ahlert. Ich hoffe, Sie können mich draußen vernünftig hören. Ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben. Das dauert eine Sekunde. Zack. Jetzt ist es freigegeben. Ich mache meinen Einstiegschart groß. Das müsste jetzt auf Bildschirmpräsentation sein und das müssten Sie jetzt auch sehen. Ich habe den erhobenen Daumen schon von Frau Reimann gesehen. Damit wäre ich also bereit, loszulegen. Also, wir fangen heute tatsächlich mal ganz am Anfang an. Dieser Anfang, den Sie hier sehen, war das Jahr 1989. Denn in diesem Jahr hat Tim Berners-Lee am CERN in Genf das World Wide Web erfunden. Und Sie können hier übrigens noch diesen Aufkleber sehen auf der Festplatte. Don't turn the power off, ja, weil auf dieser Festplatte war damals das ganze World Wide Web gespeichert. Da können wir heute nur noch drüber lachen. Das war der Anfangspunkt von allem. Und wir wissen alle, was seitdem geschieht. Das heißt, für uns ist das ein sehr schöner Nullpunkt, weil man natürlich sagen kann, dass an diesem Tag, also zu dieser Zeit, als Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden hat, hatten natürlich die klassischen analogen Medien 100% Nutzungsanteil. Also analoge Medien sehen Sie hier jetzt mal, Zeitungen oder Fernsehen, Radio. Und wir wissen natürlich alle, was seitdem geschieht. Seitdem übernehmen die digitalen Medien, die ersetzen zunehmend die analogen Medien. Und da ist natürlich die nächste Frage, ab welchem Zeitpunkt sind denn die digitalen Medien eigentlich wichtiger als die analogen Medien? Und es gibt einige Gründe, weswegen wir annehmen dürfen, dass wir diesen Zeitpunkt schon längst überschritten haben. Das ist je nach Datengrundlage, ist der Punkt, wo diese 50% überschritten wurde, ist das Jahr 2020 oder 2021. Und zwar kann man das daran erkennen, wo denn werbetreibende Unternehmen Geld für Werbung ausgeben, in welchen Kanälen. Seit etwa 2020 ist es mehr in digitalen Medien als in allen anderen Medien zusammengenommen. Und die geben natürlich dort Geld aus, wo die Aufmerksamkeit des Publikums ist. Und von daher können wir sagen, dass eigentlich seitdem digitalen Medien hier aus diesem Indikator eben in der Leitfunktion schon sind. So, und das ist natürlich erstmal für jemanden wie mich, ich bin Medienwissenschaftler, ist das natürlich eine extrem spannende Fragestellung, denn
Sie wissen ja vielleicht, die Medienwissenschaft beschäftigt sich damit, was passiert vor allem auch bei Medienwechseln, wenn Medienwechsel oder Transformationen stattfinden. Das ist eine der größten, sag ich mal, Medientransformationen in der Weltgeschichte. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt umstellen auf digitale Medien? Und es ist ja auch eine Frage ganz naheliegend, die wir uns dann stellen müssen, denn wir können uns ja vorstellen, die digitalen Medien werden weiter übernehmen. Die analogen Medien, gerade jetzt in den letzten Jahren, man hat das Gefühl, sie schmelzen schneller weg als das Eis in der Arktis. Wie sieht dann eigentlich ein Mediensystem aus, was dann irgendwann nur noch aus digitalen Medien besteht? Das ist eigentlich die ganz einfache Frage. Wie wäre eine zukünftige rein digitale Welt beschaffen? Das ist eine einfache Frage. Sie ist aber wissenschaftlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Sie wissen, es gibt Dutzende oder Hunderte von Zeitungen, aber wir haben zum Beispiel 16 Millionen verschiedene Domains oder Angebote in der digitalen Welt, ja, die genutzt werden. Das heißt, ich müsste erstmal alle diese 16 Millionen verschiedenen Angebote müsste ich vermessen. Und auch für Sie gilt, dass die Menschen heutzutage natürlich mit ganz verschiedenen Endgeräten in der digitalen Welt sind. Das heißt, Sie haben typischerweise ein Smartphone, Sie haben zu Hause noch einen Laptop rumstehen, Sie haben vielleicht ein Tablet, auf dem Sie mal ab und zu einen Film schauen oder spielen und so weiter und so fort. Und Sie müssen sich also jetzt vorstellen, dass man dann eben hingehen müsste und man müsste die komplette Mediennutzung auf allen diesen unterschiedlichen Geräten vermessen. Auf der Ebene jeder einzelnen Nutzung, die wir in der digitalen Medienforschung als Impressions bezeichnen, das müssten wir alles zusammenführen, um ein Gesamtbild davon zu bekommen, was machen denn eigentlich die Menschen in der digitalen Welt? Und genau das haben wir tatsächlich getan in einem Forschungsprojekt der Universität Köln. Es ist, wenn man auch dann vielleicht das mal positiv hervorheben darf, weil es natürlich auch deutsche Forschung ist, es ist übrigens das erste Mal, dass sozusagen die vollständige digitale Nutzung eines ganzen Landes hier ganzheitlich erfasst worden ist. Es gibt bislang keine vergleichbare Studie, weder für Deutschland noch für die USA oder für andere westliche Länder. Ja, das ist also eine Art Nullmessung. Und weil wir eben diese vollständige Messung durchgeführt haben, kann ich Ihnen jetzt auch ein Diagramm zeigen. Und ehrlich gesagt, ich kann Ihnen sagen, ich habe die ganze Messung nur durchgeführt, um dieses eine Diagramm hinzubekommen. Man kann auch sagen, alles andere ist im Prinzip nur Dekoration. Und dieses Diagramm ist so wichtig, dass ich auch will, dass wir das alle 100% gut verstehen. Und deswegen werde ich dieses Diagramm ganz genau erklären und mit Ihnen zusammen bauen. Denn ich könnte auch meine ganze Präsentation nur mit diesem einzigen Diagramm bestreiten. Deswegen fange ich jetzt mal an, dieses Diagramm mit Ihnen gemeinsam zu bauen. Also das ist erstmal hier die Y-Achse und die X-Achse. Und Sie sehen hier auf der Y-Achse die geballte Nutzungszeit, die ein Angebot in einem Monat erzielt. Und zwar für die gesamte Bundesrepublik Deutschland über alle Devices, wie Sie sich das vorstellen können. Sie sehen, das sind viele hundert Millionen Stunden, die hier erfasst sind. Und dann sehen Sie hier auf der X-Achse eigentlich ein Ranking. Also das heißt, der Platz 1 ist quasi links, dann geht es Platz 2, 3, 4, 5. Wir können uns auch schon so ein bisschen vorstellen, wer da wahrscheinlich die stärksten Angebote sein werden. Aber ich hatte Ihnen ja vorhin versprochen, Sie kriegen hier nicht nur ein Top-10-Ranking oder sowas, sondern ich habe ja versprochen, dass Sie auf einem einzigen Diagramm die gesamte Mediennutzung von allen Angeboten in Deutschland bekommen. Deswegen müssen wir in einem nächsten Schritt dieses Diagramm ändern. Das heißt, wir werden diese X-Achse ganz weit aufmachen nach rechts. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich beim nächsten Klick die gesamte Verteilung des gesamten Traffics im gesamten deutschen Internet über alle Devices, Smartphones, Tablets, Desktop. Und ich werde das sogar kurz anmoderieren. Und zwar werde ich klicken bei 3, 2, 1, jetzt.
Und leider können wir uns nicht persönlich sehen. Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Augenblick, wenn ich diese Präsentation persönlich mache, meistens auch durchaus mit einem guten Lachen begleitet wird, wenn man es nämlich versteht, weil Sie verstehen wahrscheinlich, warum ich ihn moderieren musste, denn der Graph ist im Prinzip deckungsgleich mit Y-Achse und X-Achse. Das heißt, wenn man es nicht anmoderiert, ist es so, dass die Leute denken, dass hier mein Klicker nicht funktioniert hat, dass die nächste Folie nicht gezeigt wird, dass hier irgendwas technisch nicht funktioniert hat. Und es ist aber tatsächlich so, alles ist hier funktioniert bestens. Im Prinzip ist dieser Graph deckungsgleich mit der Y-Achse und der X-Achse. Und um das auch direkt zu übersetzen, was das bedeutet, Sie haben also ganz, ganz wenige Angebote, die fast den ganzen Traffic anziehen. Und Sie haben einen riesengroßen Friedhof. Ja? Und das ist im Prinzip die Übersetzung. Sie sehen hier auch übrigens links dann eingetragen die jeweiligen Anbieter im Ranking der größten 7. Sehen also hier schon, dass eigentlich die meisten dieser digitalen Zukunftsmärkte von entweder Monopolen oder von Oligopolen besetzt sind und der ganze Rest bekommt eigentlich nichts ab. So, und wie gesagt, ich habe diese ganze Messung eigentlich, weil ich habe über dieses Thema Konzentration tatsächlich, müssen Sie sich vorstellen, 15 Jahre meines Lebens geforscht und ich habe das natürlich alles nur gemacht, um diese ganzheitliche Messung hinzubekommen. Und wenn Sie das dann ganzheitlich vermessen, dann können Sie eine Sache machen. Sie können nämlich dann eine Verteilungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit mathematisch berechnen. Das macht man mit einem ganz faszinierenden Wert. Haben Sie keine Angst, der heißt Gini-Koeffizient. Und selbst wenn Sie es nicht sofort abrufen können, ich erkläre Ihnen das so, dass Sie das sofort vollständig verstehen. Dieser Gini-Koeffizient liegt immer zwischen 0 und 1. Sie kennen den Gini-Koeffizienten vielleicht schon von Vermögensverteilung. Der wird also volkswirtschaftlich eingesetzt, um darzustellen, wie gerecht oder ungerecht Einkommen oder Vermögen in einem Land verteilt sind. Der Wert 0 ist dann gegeben, wenn Sie, um jetzt in dieser Metapher zu bleiben, in einem Land eine Situation haben, in der alle Menschen exakt dasselbe Vermögen haben. Ja? Das ist also, stellen Sie sich vor, der perfekt realisierte Kommunismus. Alle Menschen besitzen exakt dasselbe, alle haben genau dasselbe, dann ist der Gini-Koeffizient 0. So, und jetzt stellen wir uns das ungerechteste Land der Welt vor. Nehmen wir einfach an, der Markus Marquardt, der hier sitzt, der würde das gesamte Vermögen aus ganz Deutschland besitzen. Und alle anderen Menschen in Deutschland hätten gar nichts. So gern ich auch den Herrn Marquardt mag, wäre das eine sehr ungerechte Situation. Alle Menschen hätten nichts. Herr Marquardt würde alles besitzen in diesem Land. Dann wäre dieser Gini-Koeffizient eben 1. Das ist die größte denkbare Ungerechtigkeit, die mathematisch darstellbar ist. Und wir haben eben jetzt den gesamten Traffic vermessen und können deswegen den Gini-Koeffizienten ermitteln. Übrigens, um Ihnen nochmal so eine kurze Vorstellung vorher zu geben, wie das bei der Vermögenssituation ist. Wir haben in Deutschland einen Gini-Koeffizienten bei der Vermögensverteilung von ungefähr 0,3 und in den USA, wo es deutlich ungerechter zugeht, von 0,4. Nur damit Sie mal so einen Eindruck haben, wo diese Gini-Koeffizienten liegen. Wenn wir uns aber anschauen, die Verteilung des gesamten Traffics im gesamten deutschen Netz, dann haben wir einen Gini-Koeffizienten von 0,988. Und erneut, ich kann Ihnen sagen, ich habe logischerweise diese ganze Messung natürlich hauptsächlich gemacht, um zu beweisen, gerichtsfest quasi zu beweisen, wie konzentriert der Traffic im Netz ist. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass ich als Wissenschaftler das nicht für möglich gehalten hätte, dass dieser Wert so extrem ist, weswegen Sie auch sicher sein können, dass wir den wahrscheinlich ein Dutzend Mal nachgerechnet haben, weil wir erst gedacht haben, dass dieser Wert eigentlich nicht stimmen kann.
Er ist aber tatsächlich so. Das heißt, mathematisch sind wir Millimeter entfernt von einem vollständig durchmonopolisierten Internet. So, wenn wir eine Situation jetzt haben, in der ganz wenige Anbieter fast alles besitzen und alle anderen besitzen so gut wie nichts, sind logischerweise ganz viele Felder betroffen. Und ich zeige Ihnen das jetzt für einige Felder. Und Sie sehen jetzt jedes Mal in den folgenden Diagrammen für diese Felder die Besten der Besten der Besten der Besten Anbieter. Ja? Logischerweise werden wir jetzt in dieses Ranking reinzoomen. Ja? Das heißt, wir zeigen das, weil sonst könnten Sie das nicht sehen. Das wären dann hier unten quasi so winzige Pünktchen. Wir zoomen deswegen hier so ein bisschen rein und ich erkläre Ihnen das jetzt an dem ersten Beispiel. Also das erste Beispiel ist denn die Frage, wo liegen denn die Angebote der Medienhäuser, die digitalen Angebote der Medienhäuser? Und hier sehen Sie die Best of the Best of the Best, würden wir sagen. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel Bild.de oder Sie sehen Spiegel.de. Ja, hier haben Sie Süddeutsche und Sie erkennen hier, dass wir jetzt natürlich stärker in dieses Ranking reingezoomt sind, weswegen das auch ganz interessant ist zu sehen, dass hier eigentlich ab Platz, ich würde sagen, 12 oder 15 fängt eigentlich der Friedhof an. Da ist eigentlich nichts mehr zu holen. Das heißt, nur um das mal an Beispielzahlen darzustellen, Spiegel.de kennen Sie alle oder nutzen Sie vielleicht auch, hat eine ganz tolle Netto-Reichweite. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland nutzt Spiegel.de. Aber die Nutzungszeit von Spiegel.de ist so gering, das sind bei den Nutzern und Nutzerinnen ungefähr 18 Minuten im Monat, dass eben auch hier Spiegel.de im Prinzip bereits im Friedhof liegt. Natürlich könnte man sagen, sie sind die Nummer 3 im Friedhof von den Medienhäusern, aber es ist natürlich auch keine tolle Sache. Jetzt könnte man natürlich sagen, aus der Perspektive der digitalen Disruption, ja, das ist ja auch normal, das waren jetzt die alten Medienhäuser, die, würden wir ja denken, werden ersetzt durch digitale Disruptoren mit digitalen Geschäftsmodellen. Das wissen wir, sind seit 25 Jahren die Blogger und wir haben jetzt hunderte von Blogs zusammengefasst und uns mal angeschaut, ja, wo liegen denn die Blogs in diesem Ranking und da ist es eben so, dass die so schwach sind, dass wir, Sie sehen, wir müssen also auch schon wieder viel weiter hier dieses Ranking aufmachen, denn Sie sehen, der stärkste Block hier ist auf Platz 4802, also viel tiefer in diesem Friedhof drin. Oder Sie haben gerade gehört, Markus Beckedahl hat sich hier, der Chefredakteur von Netzpolitik, hat jetzt sich von Netzpolitik zurückgezogen. Netzpolitik ist hier auf Platz 7401. Nur 5 Blogs aus dieser Sammlung machen überhaupt eine Netto-Reichweite von mehr als 1%. Also mehr als 1% der Menschen in Deutschland nutzen die. Das heißt, eigentlich können wir sagen, wir haben alle Blogs hier aufgeführt und gemessen, aber eigentlich in der Nutzung sind sie so gering, dass wir auch fast sagen könnten, es gibt gar keine Blogs. Jetzt könnte man natürlich dann zu der Schlussfolgerung kommen, ja, vielleicht liegt das ja daran, dass diese armen Blogger, das sind meistens so Idealisten, die haben nicht viel Geld, dass das das Problem ist. Ich kann Ihnen aber auch Felder zeigen, wo Sie, sag ich mal, Parteien haben, die sehr, sehr viel Geld haben und die das auch nicht schaffen. Und ein wunderschönes Beispiel sind die großen Markenartikelkonzerne. Das muss man sich so vorstellen, Sie verwenden alle Markenartikel. Schon vor 25 Jahren haben die festgestellt, dass mit der Digitalisierung, das ist eine Riesenchance für uns. Wir können uns zu unseren Marken die Domainnamen, also zum Beispiel www.nivea.de, können wir uns besorgen. Und wir sind ja sowieso jeden Tag mit zig Millionen VerwenderInnen im Kontakt und die können wir einfach einladen. Wir können auch die Webseite auf das Produkt hinten drauf schreiben. Wir können das in der Werbung einblenden. Wir können natürlich auch in der digitalen Werbung direkt darauf verlinken. Und das haben die jetzt getan seit 20 Jahren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo die in diesem Ranking sind. Und die sind interessanterweise eigentlich genau da, wo auch die Blogger sind, nämlich sie sind so gut wie nicht existent. Das ist schon, sag ich mal, wirtschaftlich insofern dramatisch, als sie ausgehen können davon, dass hier solche großen Unternehmen wie
Nivea, Pampers, Nestlé, Ferrero, die werden dreistellige Millionenbeträge investiert haben in den letzten Jahrzehnten in Content Marketing, wie das eben heißt, und sind eben auch nur im Friedhof. So, ein weiteres Feld, was wir hier natürlich anführen können, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir können die ganzen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier einsortieren und sehen, ja, immerhin ARD kommt auf Platz 22, ZDF auf Platz 33, aber erneut, es ist so ähnlich wie die Sachen, die wir vorhin von den Medienhäusern gesehen haben, es ist unter ferner liefen, es ist viel, viel zu wenig. Wir können auch mal zum Beispiel hingehen und dann die gesamte Nutzungszeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ein Aggregat packen und es dann anteilig an den gesamten Anteil von dem, was man, das würde man Video on Demand nennen. Also quasi stellen sich vor, digitales Fernsehen. Und da kommen wir auf einen Anteil von 4%. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat aber unter analogen Bedingungen 48% Anteil. Das heißt, Sie müssen es sich so vorstellen, wenn wir jetzt quasi in unserem Experiment die analogen Medien abschalten und sagen, die gibt es gar nicht mehr, können wir auch eigentlich sagen, dass das duale System, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dann im Prinzip auch nicht mehr existiert. Ja? Beziehungsweise es existiert noch insofern, als es diese Angebote gibt, aber die Nutzung ist so gering, dass sie eigentlich keine Rolle mehr spielt und damit ist das duale System natürlich weitgehend irrelevant. Ja, und ich kann sowas natürlich jetzt für unterschiedliche Felder weiterführen. Ich kann zum Beispiel mir auch anschauen, wo sind denn die größten deutschen Digitalgründungen in diesem Ranking. Oder ich kann das zum Beispiel beim Onlinehandel, also bei E-Commerce und Webshops machen. Das sehen Sie in dieser Darstellung. Und ich kann jetzt jeden möglichen Bereich natürlich nehmen und ich komme natürlich immer zu demselben Ergebnis. Also ist ja logisch. Ganz wenige haben fast alles, andere haben, alle anderen haben nichts. Ja, und deswegen müssen wir jetzt natürlich anfangen, uns Fragen zu stellen. Also ich habe das hier verdeutlicht mit dem Bild eines schwarzen Lochs. Wir haben also diese, ja, und hier mit dem kleinen Darth Vader. Wir haben also hier eine Handvoll Darth Vader-artiger Unternehmen, die saugen quasi wie schwarze Löcher den ganzen Traffic auf. Alle anderen erhalten nichts. Und das Interessante ist, dass die Ergebnisse, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, die gelten natürlich nur in Anführungsstrichen für Deutschland. Aber die Situation ist ja dieselbe, wenn Sie die Landesgrenze verlassen. Das heißt, nur mal als Beispiel, wenn Sie jetzt in europäischen Ländern schauen, in Großbritannien oder schauen Sie in Frankreich, Italien, Spanien, haben Sie dieselbe Situation. Oder in den USA haben Sie dieselbe Situation. In Kanada haben Sie dieselbe Situation. In Australien, Sie können also schauen, wo Sie wollen. Es ist überall dieselbe Situation. Weltweit, ja, weltweit schafft es niemand, diesem Sog der digitalen Monopolisten zu überwinden. Und es gibt einen einfachen Grund und dieser einfache Grund, das kann auch nur so sein, das verstehen ja auch sogar Laien, ja? Es kann nicht sein, dass nur die verstehen, wie es geht und niemand anders. Es ist ein ganz einfacher Grund dafür zu finden, es gibt überhaupt keinen fairen und freien Wettbewerb. Ja? Und es ist aus unterschiedlichen Aspekten natürlich erstmal dramatisch. Also am liebsten halte ich das natürlich den liberal denkenden Menschen vor, weil ich auch immer in Präsentationen gerne sage, also die Liberalen haben jahrzehntelang große Angst gehabt vor den Sozis oder den Kommunisten, die angeblich die freie Marktwirtschaft abschaffen wollen. Und jetzt haben wir hier die digitalen Zukunftsmärkte, die in der freier Wettbewerb vollständig abgeschafft worden ist, wo man sich ja erstmal die Frage stellen muss, wie das denn überhaupt sein kann, dass die auch gerade Parteien, die Wirtschaftskompetenz für sich beanspruchen, wie zum Beispiel FDP oder CDU, das nicht erkennen. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, ja, ist ja nur Wirtschaft, es geht ja hier nur um Geld, aber wir wissen, und das ist natürlich wieder mein Feld als Medienwissenschaftler, wir haben es hier vorwiegend mit Medienmärkten zu tun und bei Medien geht es immer um mehr als nur um Markt, es geht eben auch um Vielfalt und Demokratie. Wir haben natürlich ein riesengroßes Problem in Bezug auf Anbietervielfalt. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, dass wir ganz, ganz
starke medienrechtliche Regelungen eigentlich hatten in der Vergangenheit, um immer Anbietervielfalt zu gewährleisten. Und es ist völlig offensichtlich, dass wir in dieser digitalen Sphäre keine Anbietervielfalt mehr haben. Ja, diese Situation haben wir nämlich nicht. Also das wäre ja für mich eine Vorstellung von Wettbewerb, die ich fair finde. Alle Läufer in diesem 100-Meter-Rennen starten quasi auf der Linie Null. Aber sie müssen sich das eben so vorstellen, dass unter digitalen Bedingungen die Plattform in diesem 100-Meter-Rennen immer auf 1,80 Meter oder 90 starten dürfen. Und deswegen ist es halt auch nicht verwunderlich, dass die dieses Rennen eben immer wieder gewinnen und alle anderen verlieren. Was auch übrigens in meinen Augen faszinierend ist, meistens ist es übrigens genau umgekehrt. In den meisten Fällen ist es sehr einfach, Sachen zu messen, und es ist schwer, Erklärungen dafür zu finden. Hier ist es genau umgekehrt. Wir wissen interessanterweise wissenschaftlich ganz genau die Gründe, die dazu geführt haben, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt. Es ist schwer, es zu messen. Das heißt, diese Messung durchzuführen, die war sehr, sehr, sehr aufwendig, aber die Gründe sind tatsächlich bestens erforscht, auch von anderen Leuten als von mir. Das wissen wir genau, wie das passiert ist. Sie haben erstmal Netzwerkeffekte, die kennen Sie zum Beispiel auch von anderen Medien. Sie wissen zum Beispiel, wenn Sie jetzt das Telefonmedium haben, dann ist das Netzwerk umso wertvoller, je mehr Menschen angeschlossen sind. Diese Netzwerkeffekte können die Plattform natürlich für sich nutzen. Dann haben wir geschlossene Standards. Geschlossene Standards kann man am besten sich verdeutlichen, wenn wir es vergleichen mit den offenen Standards. Offene Standards kennen Sie von E-Mail. Sie können E-Mails inhaltlich unter unterschiedlichen Anbietern teilen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Sie merken sofort, Sie können keine Inhalte zum Beispiel von Facebook auf andere Plattformen verteilen. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt ein YouTuber und Sie haben 3 Millionen Follower, aber Sie haben keine Lust mehr auf YouTube, dann können Sie zum Beispiel nicht auf eine andere Plattform gehen und diese Follower mitnehmen. Ja? Das nennt man geschlossene Standards, die natürlich dazu dienen, den Traffic, wie wir es nennen, auf der Plattform zu halten. Punkt 3, da geht es um Outlinks. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt eine Plattform haben wie Facebook, dann geht es darum, dass Sie früher auch ganz gut Links nach draußen setzen konnten auf Ihre eigenen Inhalte. Diese Links nach draußen haben die Plattform weitestgehend abgeschafft. Logischerweise, weil Sie am liebsten natürlich den Traffic, die Nutzungszeit auf Ihren eigenen Plattformen halten. Und deswegen haben Sie diese Outlinks abgeschafft, oder was Sie häufig machen, ist, dass Sie Inhalte dann in der Sichtbarkeit reduzieren, wenn die Outlinks haben, ja, sodass Sie eigentlich keine Chance mehr haben, den Traffic nach draußen zu bekommen. User-generated Content, das ist hier Punkt 4, also das sind die Inhalte, die die Nutzer einstellen. Dafür müssen die Plattformen keine Honorare zahlen. Dagegen muss natürlich jede Zeitung oder jede Rundfunkanstalt muss Honorare zahlen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Plattform. On top, also zusätzlich, müssen sie auch keine Haftung übernehmen. Ja, sie sind von der Haftung befreit. Das ist das sogenannte Plattformprivileg. Ist natürlich wunderbar für die Plattform. Und ganz zum Schluss Monopolmissbrauch. Das Interessante ist, dass wir diesen Monopolmissbrauch auch in unseren Messungen empirisch bestätigen konnten. Und das müssen Sie sich so vorstellen. Die Plattformen sind nicht nur, sag ich mal, Magneten für Nutzung, Magneten für die Aufmerksamkeit, für diesen Traffic, der da reingeht, sondern sie sind auch wie so Verteilstationen. Das sehen Sie hier mal am Beispiel von Alphabet. Und Sie sehen hier in der Mitte zum Beispiel die Google-Suchmaschine. Und wir können jetzt natürlich uns anschauen, wo geht denn der Traffic hin, nachdem die Leute Google verlassen? Und da sehen wir dann, dass der Mutterkonzern Alphabet sich ungefähr doppelt so viel an Traffic, an Aufmerksamkeit, an Mediennutzung zuschaufelt, wie es eigentlich verdient hätte oder wie es erwartbar wäre. Ja? Das ist also keine Abweichung von ein paar Prozent, sondern es ist massiv. Und Sie müssen sich jetzt erneut vorstellen, egal ob man hier irgendwo draußen jetzt versucht,
an Nutzung zu kommen. Es ist egal, ob man jetzt ein journalistisches Angebot ist oder ob man eine Markenwebseite ist oder eine Universitätswebseite oder egal wer. Man hat keine Chance, weil natürlich diese Verteilstationen der großen Tech-Konzerne, die diesen Traffic einfach in die Ökosysteme des Mutterkonzerns weiter verschieben, ohne dass sie da draußen eine Chance haben. Ja, deswegen sage ich das auch gerne so schwarz-weiß, auch als Wissenschaftler. Das freie Internet wurde abgeschafft. Das freie Internet war eigentlich eine fantastische demokratische Idee von Tim Berners-Lee, wo eigentlich alle Knotenpunkte gleichberechtigt sein sollten. Und wir merken halt, ja, natürlich gibt es das Internet nach wie vor, aber es wird natürlich von den Plattformen eigentlich als Infrastruktur missbraucht. Das heißt, die Plattformen nutzen durch die Effekte, die Sie gerade gesehen haben, das Internet, um den Traffic in die eigenen Plattform-Silos hochzuziehen. Und deswegen ist dann der Rest des Internets quasi von Traffic befreit. Da ist dann im Prinzip nichts mehr drin. So, und ich erwähne das nur, weil das ja momentan auf allen Kanälen ist. Natürlich ist das Thema generative KI hier insofern dramatisch, weil es natürlich einen Konzentrationsbeschleuniger sogar noch darstellen wird in Zukunft. Denn Sie können solche Technologien am besten dann trainieren, wenn Sie viele Daten haben. Wer hat am meisten Daten? Das sind logischerweise die Plattformen. Also von daher dürfen wir uns hier nicht Linderung erwarten, sondern das wird eigentlich alles nur noch viel, viel schlimmer werden. Ja, jetzt ist natürlich die eigentliche Frage, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, verzeihen Sie mir. Die eigentlich interessante Frage ist natürlich, wie geht das jetzt in Zukunft weiter? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben eigentlich diesen Punkt schon überschritten, wo wir mehr als 50% Mediennutzung auf digitalen Kanälen haben. Und dieses Missverhältnis wird sich eben bis 2029 drastisch zugunsten der digitalen Medien verschieben. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, dass dann 3/4 der Medienwirklichkeit in digitalen Medien ist. 1/4 wird in analogen Medien sein. Das ist natürlich insofern dramatisch. Erstmal die meisten analogen Medien stemmen natürlich die Redaktionen. Das heißt, die Redaktionen kommen hier logischerweise unter die Räder. Sie sehen auch, dass diese Transformation recht schnell geht. Das heißt, die analogen Medien haben eigentlich auch keine Möglichkeit, sich publizistisch gegen diese, sag ich mal, Austrocknung oder Abschaffung eigentlich zu wehren. Und wir haben ein weiteres Problem. Das ist das nicht ausreichende Kartellrecht, was wir haben. Kartellrecht wäre ja eigentlich unser Instrument, um Monopole entweder zu zerschlagen oder zu entflechten. Diese Möglichkeiten haben wir in Deutschland oder in der EU nicht, also nicht auf eine, sag ich mal, Art und Weise, wo das wirklich machbar wäre. In den USA hätte man eher rechtliche Grundlagen, um es zu tun, wenn man es denn tun wollte. Eigentlich hier in Deutschland und der EU momentan nicht mit den Waffen ausgestattet, dieses schlimme Problem abzuschaffen. Und das zeigt halt auch, deswegen bin ich ja auch sehr aktiv geworden, dass wir sehr, sehr schnell an dieses Problem rangehen müssen. Ja, dieses Problem hat mehrere Folgen. Ich fange mal mit dem Problem an, das am wenigsten schlimm ist. Das Problem, das am wenigsten schlimm ist, ist, dass natürlich diese Tech-Monopole die digitale Wirtschaft kontrollieren werden oder beherrschen werden. Und zwar muss man sich das so vorstellen, es ist egal, Sie sehen hier unten stellen sich unterschiedliche Produkte vor, die Sie verkaufen wollen in Zukunft. Es ist total egal, ob das Shampoos sind oder Turnschuhe oder Bekleidung oder Pharmazeutika, ob das Dienstleistungen sind und so weiter und so fort. Wenn Sie in einer digitalisierten Zukunft Produkte verkaufen wollen, dann läuft das über einen sogenannten Aufmerksamkeitstrichter. Und den müssen Sie sich so vorstellen, dass hier unten, ganz unten im Trichter ist die Transaktion. Ja, das ist, wenn die Leute das kaufen.
Hier unten im Trichter ist es so, dass die KonsumentInnen schon wissen, dass sie etwas kaufen wollen. Typischerweise suchen sie nach etwas, ja, also die sagen, neue Tanzschuhe kaufen, ja, das machen sie typischerweise bei Google. Und dann haben sie hier oben diesen Teil des Funnels, dieses Trichters, wo eigentlich erstmal allgemeine Aufmerksamkeit typischerweise durch Werbung erzeugt wird. Da gibt es zwei Mediengattung. Die eine Mediengattung ist im Prinzip Video, das ist YouTube, Monopol im Prinzip, und auf der anderen Seite Social Media. Will sagen, jedes Unternehmen in Deutschland, was in der Zukunft Produkte verkaufen will, muss das über diesen sogenannten Sales Funnel, diesen Trichter tun. Und innerhalb dieses Trichters sehen Sie, dass jede einzelne Stufe ist durch digitale Monopole besetzt, und Sie wissen, wer dieses Monopol besitzt, kann nach Belieben Wertschöpfung daraus ziehen. Und wir sehen dieses Problem jetzt schon. Also aktuelle Studie zum Beispiel zu Amazon zeigt, dass mittlerweile ein Drittel aller Hersteller auf Amazon gar kein Geld mehr verdient, weil Amazon natürlich die Bedingungen so einstellt zu den eigenen Gunsten, dass eigentlich hauptsächlich Amazon verdient und niemand anders mehr. Ja? Das heißt, das ist ein Riesenproblem für die deutsche Wirtschaft. Und hier reden wir in erster Linie über ja, monetäre Effekte. Der zweite Effekt ist aber natürlich, und der ist deutlich schlimmer als dieser erste Effekt, ist, dass wir eben die redaktionellen Medien verlieren werden. Was Sie hier sehen, ist keine Dystopie, also ist nicht was, was in Zukunft sein wird, sondern Sie sehen hier auf der rechten Seite die momentane Verteilung der Werbeeinnahmen in der digitalen Sphäre. Und da können wir jetzt schon sagen, dass die drei größten digitalen Monopolisten, das ist Alphabet, also denen gehört ja Google, Meta und Amazon, dass die zusammen ungefähr 80-90% aller Werbeinvestitionen an sich ziehen. Und alle anderen, das sind natürlich hier, müssen Sie sich vorstellen, alle anderen sind Hunderte von, oder Tausende von Medienunternehmen. Ja? Also jede digitale zeigt, also unser Spiegel.de wäre da drin oder die digitalen Angebote von RTL wären da drin. All diese Anbieter, die Sie hier sehen, haben natürlich auch digitale Angebote, aber diese Hunderte, Tausende von Unternehmen müssen sich mit 10-20% begnügen, ja, und kriegen im Prinzip nichts ab. Das ist die zweite Folge. Die dritte Folge, und damit können Sie natürlich keine Redaktionen finanzieren, das heißt, die Redaktionen werden sterben, ja, weil sie verhungern. So, der dritte Punkt ist, dass natürlich die Plattformen damit unsere politische Öffentlichkeit kontrollieren. Die Plattformen bestimmen, was wir sehen. Innerhalb dieser Mediengenres sind sie monopolistisch aufgestellt. Das heißt, ja, sie werden darüber bestimmen, welche Personen in unserer Gesellschaft welche Inhalte bekommt. Und wir wissen ja auch aus den verschiedenen Skandalen der Vergangenheit, dass die Plattformen durchaus eben auch diese Inhalte zu ihren eigenen Vorteilen manipulieren. Ja, also es ist völlig offensichtlich, dass wir unter diesen Bedingungen keine freien Medien mehr haben werden. Übrigens nicht in 20, 30 Jahren, sondern wir sind eigentlich schon, also man kann, es ist auch nicht 5 vor 12, sondern ich würde sagen, es ist 12. Denn diese digitale Medienwelt ist weder unabhängig, sie ist nicht vielfältig. Wir wissen von den Interaktionen der Digitalkonzerne mit dem amerikanischen US-Geheimdienst, dass diese Medien nicht staatsfern sind. Und wir werden dann in dieser Zukunft auch keine journalistischen Inhalte oder Redaktionen mehr haben. Und es ist auch egal, ob die privat finanziert sind oder öffentlich-rechtlich, weil wir ja gerade gesehen haben, dass selbst wenn es die öffentlich-rechtlichen Inhalte gibt, dass sie innerhalb dieser digitalen Sphäre so gut wie keine Rolle spielen. Ja, und ich bin selbst kein Jurist, aber Sie können sicher sein, ich bin natürlich durch meine Forschung mit meinen juristischen KollegInnen auch da stark im Austausch. In meinen Augen ist das dieser Zustand auch nicht verfassungskonform. Das ist natürlich verfassungswidrig, weil wir sehr, sehr klare verfassungsrechtliche Regelungen haben, die eben Unabhängigkeit, Vielfalt, Staatsferne und starke Redaktionen in Medien eigentlich unabdingbar machen. Ja,
Und das ist ja eigentlich schon alles schlimm genug, aber all das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, ist ja eigentlich, ist wahrscheinlich neu für Sie. Das muss man ja sich nochmal vorstellen, dass diese anderen Themen wie Hate Speech, Fake News, Datenüberwachung, Manipulation und Erpressung, intentionale Gesetzesübertretung ja noch dazukommt. Ne? Deswegen muss man sich schon fragen, wie kann das eigentlich überhaupt sein, dass das alles passiert vor unseren Augen am helllichten Tag. Also es ist ja auch nicht so, dass die im Geheimen operieren, dass das keiner mitkriegt und wir nichts dagegen tun. Und ich habe eine, also es ist übrigens auch ein, für mich bis heute ein Mysterium, ich habe eine Hypothese, warum das der Fall sein könnte, denn natürlich sind die Digitalkonzerne sehr, sehr gut da drin, sich selbst zu vermarkten. Denn wenn Sie die Leute aus den Digitalkonzernen sprechen hören, dann sagen die ja eigentlich, dass sie nur die Welt verbessern wollen. We want to create a better world and we want you to participate in our communities. We want to give people a voice und so weiter und so fort. Ja, we want to empower the people. Und jetzt schauen Sie nochmal auf diese Ungleichverteilung. Sie haben ja diese Ungleichverteilung nun sehr, sehr genau von mir vorgestellt bekommen. Diese Ungleichverteilung nennen sie eine Sharing Economy. It's a sharing. We want to build a sharing economy. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie sehen so Leute aus, die so sprechen, würden wir uns halt so total liebe Weltverbesserer vorstellen. Aber es ist eigentlich offensichtlich, dass das eine Verkleidung ist, eine ideologische Verkleidung. Und dass wir offenbar nicht erkennen können, dass es eine Verkleidung ist. Ja? Und solange wir das nicht erkennen, können wir es auch nicht ändern. Gut, ich mache jetzt noch zwei kurze Exkurse, nur weil ich diese Präsentation häufig gehalten habe und ich durchaus verstehe, dass dieser Kritikpunkt von mir erstmal für viele Menschen überraschend kommt, weil viele kennen diese Themen wie Fake News und Hate Speech und so weiter und so fort, aber dieses Thema Monopolbildung ist nicht so ein Thema. Deswegen gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, ja, also wie kann das denn eigentlich sein? Da kommt dieser Kölner Medienwissenschaftler Martin André und erzählt uns hier, dass er irgendwas gesehen hat, was alle anderen nicht sehen können. Und jetzt mache ich ein kleines Experiment mit Ihnen. Ich erzähle nämlich jetzt was über wissenschaftliche Methoden, wo man sonst denkt, das ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie jetzt gut noch bei mir bleiben, sind vielleicht die nächsten 5 Minuten die interessantesten aus der ganzen Präsentation. So, denn wenn wir uns mal überlegen, wir wollen diese Mediennutzung messen, dann können Sie auf 2 Sachen schauen. Sie können entweder auf Reichweite schauen. Reichweite bedeutet, wie viele Menschen nutzen ein Angebot. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel Spiegel.de, ungefähr 50% der Bevölkerung, das waren, glaube ich, in unserer Messung, weil wir natürlich ab 14 messen, 30 Millionen Leute. Das wären zum Beispiel hier Reichweitenbetrachtung. Sie zählen die Leute, die ein Angebot nutzen. Das andere, was Sie sich anschauen können und was wir hier natürlich getan haben, ist die aggregierte Nutzungsdauer. Wie viel Zeit verbringen die Menschen mit einem Angebot? Ja, das sind die 2 Sachen. So, jetzt fange ich mal mit der einfachen Sache an, denn Sie können sich vorstellen, es ist viel einfacher, Reichweiten rauszukriegen als die Nutzungsdauer. Wie kriege ich nun Reichweiten raus? Um Reichweiten rauszubekommen, kann ich 2 Dinge tun. Ich kann entweder Befragungen durchführen oder ich kann Realnutzung messen. Ich habe es Ihnen vorhin erklärt, unsere Studien und Messungen, die messen Realnutzung. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeiten von Fehlinterpretation und so weiter. Realnutzung bedeutet, das ist das, was tatsächlich passiert. Nur das Problem ist, Realnutzung zu messen, ist extrem teuer. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Untersuchungsapparatur, die wir verwendet haben, kostet einen 2-stelligen Millionenbetrag. Es ist extrem aufwendig, Realnutzung zu messen. Befragungen dagegen sind sehr, sehr einfach zu machen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, Befragungen können Sie für wenige 1.000 Euro hinbekommen. Und jetzt fängt natürlich das Problem an. Also das ist sehr günstig zu machen, das ist sehr teuer. Übrigens, aggregierte Nutzungsdauer können Sie natürlich nur über Realnutzungsmessungen rauskriegen, denn Sie werden das verstehen, niemand kann sagen, wie viele Sekunden er oder sie auf welchen
angeboten gewesen ist. Ja, das heißt, hier haben Sie das Problem, ich kann nur Realnutzung messen. Und wie gesagt, Realnutzung sehr, sehr teuer. So, und jetzt fangen wir mal auf der rechten Seite an. Schauen wir uns mal in einem Denkspiel an die Reichweiten der 100 größten Digitalangebote in Deutschland. Dann sieht das ungefähr so aus, wenn Sie eine Befragung machen. Ist es ein Problem? Nein, es ist kein Problem. Sie sehen nicht das geringste Problem. Es ist alles toll. Sie haben hier wahrscheinlich so 98% Nutzung, 96, 70, 80% Nutzung. Die Leute sagen Ihnen, dass Sie diese ganzen Angebote verwenden. So, ich zeige Ihnen jetzt dasselbe Ergebnis, wenn Sie jetzt nicht eine Befragung machen, sondern wie wir in unseren Studien eine Realnutzungsmessung, die harte Währung, was tun die Leute wirklich? Ja, das sind übrigens auch die Zahlen aus unseren Messungen, die sehen Sie jetzt hier. Das heißt, Sie sehen, dass die Leute sozusagen weniger tun als von dem, was sie behaupten, dass sie tun. Das heißt, sie nutzen diese Angebote deutlich weniger intensiv. Aber was total interessant ist, auch hier haben sie kein Vielfaltsproblem. Es ist kein Problem, weil hier immer noch sehr, sehr starke Anbieter sind. Von daher können wir das Problem nicht erkennen. Und jetzt wird es ganz interessant. Sie erkennen das Problem nur, wenn Sie den eigentlichen Indikator wählen, nämlich die aggregierte Nutzungsdauer. Sie haben hier dieselben Daten aus unserem Atlas, einmal die Reichweite und einmal die aggregierte Nutzungsdauer. Erst jetzt erkennen Sie das Problem. Ja, denn natürlich sind Reichweiten total irrelevant. Es ist total egal, ob die Menschen auf einem Angebot gewesen sind und dann nur 2, 3, 5 Sekunden verbracht haben. Entscheidend ist natürlich die gesamte Zeit, die Sie auf einem Angebot verbracht haben. Und deswegen können Sie Medienkonzentration nur ermitteln, indem Sie aggregierte Nutzungsdauer untersuchen. Erst jetzt erkennen Sie, dass Sie ein sozusagen vollständig monopolisiertes Internet haben. Und Sie dürfen sich jetzt mal die Frage stellen, was denken Sie denn, was gibt es sonst so an Studien draußen? Sie haben hunderte, tausende Studien in diesem dunkelblauen Bereich, ja. Und natürlich erkennt man das Problem nicht, weil auf der Reichweitenebene sieht es alles wunderbar aus. Und dann müssten wir uns eben auch nicht wundern, wenn die Politik das Problem nicht versteht, weil sie eigentlich die falschen Studien bekommt, ja. Und übrigens ist es auch so, stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind ein solches Medium, Sie wären Spiegel.de. Was würden Sie denn messen? Würden Sie sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben, um rauszukriegen, ich existiere fast nicht, oder würden Sie wenig Geld ausgeben und Sie stehen glänzend da? Natürlich geben Sie wenig Geld aus, stehen glänzend da. Und deswegen produzieren sogar die Medien selber sehr, sehr viele solcher Studien und leider werden unsere Entscheider dadurch in die Irre geführt. Ja. Die zweite Frage ist, ja, warum schlagen die Medien nicht Alarm? Die Medien schlagen aus einem einfachen Grund nicht Alarm. Sie haben natürlich zwei Möglichkeiten. Die wissen das auf der einen Seite, sie könnten jetzt das Problem transparent adressieren oder sie sagen nichts. Und sie können sicher sein, wenn sie es adressieren würden, wäre das der sofortige Tod. Denn sie sind natürlich in einem Markt, wo sie Werbung verkaufen müssen. Und deswegen ist es so, dass die Medienhäuser ungern darüber sprechen. Und deswegen machen sie diese ganzen Übersprungshandlungen und versuchen irgendwie Digitalabos zu steigern oder die Mediathek zu verbessern. Wir haben jetzt gerade angeblich die neue öffentlich-rechtliche Plattform und so weiter und so fort, die logischerweise alle nichts bringen werden. Ja? Die Medienhäuser können schwer über dieses Thema sprechen. Ja, deswegen haben sie hier auf diesem Feld auch eine Art von Schweigespirale, was natürlich ein Riesenproblem ist für die Politik, weil die Politik eigentlich nur wirklich handeln kann, wenn es eine Debatte gibt. Ja, wir haben also hier, ich würde es schon eine Art von Demokratiedämmerung nennen, wobei ich das jetzt hier überspringe. Eigentlich ist das ganz interessant, weil wir natürlich hier in so eine Art Feudalismus wieder zurückkehren. Denn wir werden in den zukünftigen Digitalmärkten haben wir quasi feudalistische Zustände, Digitalkonzerne können natürlich beliebig Zugangsrenten abschöpfen, weil ihnen die Plattformen gehören. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch.
Ja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie können wir das Problem lösen? Und da, selbst wenn ich Sie mit meinen bisherigen Ausführungen wahrscheinlich ein bisschen frustriert oder deprimiert habe, kriegen Sie jetzt noch von mir ein Happy End, auch wenn Sie sich das vielleicht fast gar nicht vorstellen können. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt Probleme, die sind schwer zu lösen. Also zum Beispiel der Klimawandel ist ein solches Problem. Wir müssen dieses Problem lösen. Es ist aber sehr schwer, es zu lösen. Es kostet zum Beispiel sehr viel Geld, dieses Problem zu lösen. Oder denken Sie an den schrecklichen Ukraine-Krieg. Wahrscheinlich müssen Hunderttausende von Menschen ihr Leben opfern, um dieses Problem zu lösen. Und wir haben hier ein Problem, was erstmal kostenlos lösbar ist. Es kostet 0 Euro, es zu lösen. Niemand muss sein Leben opfern. Niemand muss sich einen Arm brechen oder einen Knöchel verstauchen. Das wäre eigentlich ganz einfach. Wir müssten eigentlich nur dasselbe machen, was wir mit monopolisierten Märkten schon in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich wir müssten einfach diese Märkte öffnen. Ja, und es geht auch eigentlich ganz einfach, das zu öffnen. Eine Option ist eben zum Beispiel diese Links nach draußen. Wir könnten ab morgen bestimmen, wer eine Plattform ist, muss immer diese Links nach draußen offen halten. Das liegt in der Hand der UrheberInnen, ja, dass die beliebig Outlinks Links nach draußen setzen können, in der Überschrift, im Bild, im Video, an jeder Stelle. Und Plattformen dürfen in Zukunft auch niemals mehr Inhalte mit diesen Links nach draußen runterdimmen, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Erste Maßnahme. Sofort hätten wir eine eigentlich Befreiung im Netz und die Aufmerksamkeit wäre nicht nur in den Plattformen, sondern könnte auch nach draußen gehen. Die zweite Maßnahme sind offene Standards. Besonders frustrierend für mich als Wissenschaftler, weil wir in unseren Messungen sogar auch erkennen können, dass in den Märkten, wo wir offene Standards haben, dass wir dort Wettbewerb und Vielfalt haben. Also nur mal als Beispiel, ich habe es ja vorhin gesagt, der Markt der E-Mails ist durch offene Standards gekennzeichnet. Sie wissen, dass zum Beispiel auch so ein Big-Tech-Konzern wie Alphabet natürlich durch Gmail da vertreten ist. Aber bis heute gibt es sehr, sehr starke deutsche Anbieter. Ist überhaupt kein Problem. Unter den Bedingungen von offenen Standards gibt es Wettbewerb und Vielfalt. Also könnten wir sofort sagen, offene Standards ab einer gewissen Unternehmensgröße und sofort hätten wir Wettbewerb. Mein dritter Punkt, wie wir es lösen können, ist wirtschaftliche Trennung von Übertragungsweg und Inhalt. Das heißt, Sie kennen das vielleicht vom Hollywood-Studiosystem, wo früher mal die Produktion der Filme und die Kinos in derselben Hand waren, wo man gesagt hat, das darf niemals sein. Wir würden dasselbe auch hier tun, würden sagen, also YouTube müsste man zum Beispiel aufteilen in an Plattform-Services und in Inhalteanbieter. Und dann können wir natürlich im nächsten Schritt hingehen und können sagen, es gibt demokratierelevante Kategorien. Und dann würden wir sagen, YouTube ist sozusagen Digitalfernsehen. Natürlich ist das wichtig. Hier gelten auch die Schwellen des deutschen Medienrechts. Man darf maximal 30% Marktanteil haben. Ihr habt ja 78, das wäre niemals möglich, zum Beispiel, dass RTL 78% Marktanteil im Fernsehen hat. Also müsste diese Plattform öffnen für Drittanbieter. Und die letzte Möglichkeit ist natürlich, dass wir sagen, bis heute dürfen Plattformen mit strafbaren Inhalten Geld verdienen. Dass wir sagen, in dem Augenblick, wo ihr mit konkreten Inhalten Geld verdient, steht ihr auch in der vollen Haftung. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Ja, das sind die fünf Maßnahmen. In meinem Buch schlage ich 15 vor und ich garantiere, ich würde auch mehrere Kisten Champagner drauf verwetten, dass wenn wir das umsetzen, hätten wir in kürzester Zeit ein demokratisiertes und freies Netz. Ja, zumal das Gute ist, dass eigentlich 82% in der Bevölkerung in Deutschland diese Monopole ablehnen. Und es, das sage ich auch immer in meinen Diskussionen mit der Politik, es ist ja total egal, welcher Partei sie sich zugehörig fühlen. Keine demokratische Partei kann die Abschaffung von Wettbewerb und Medienvielfalt unkritisch sehen. Deswegen müssten wir eigentlich auch eine parlamentarische Mehrheit von knapp 90% haben. Also da sage ich auch immer, worauf warten wir eigentlich noch? Das können wir doch jetzt schnell und einfach entscheiden.
Darüber will nämlich niemand gerne reden, denn wir basteln an ganz vielen Projekten rum. Ich habe hier mal so eine Übersicht seit 30, 40 Jahren von den angeblichen deutschen Suchmaschinen oder den europäischen YouTube-Alternativen. Überall wird da auch noch öffentliches Geld natürlich für ausgegeben, obwohl diese ganzen Angebote unter den Bedingungen der Monopole ja gar keine Chance haben. Das heißt, wir müssen den Mut haben, hier fundamental diese monopolfördernde Fehlregulierung aufzuheben, sonst haben solche Projekte ja keine realistische Chance. Ja, und dasselbe gilt natürlich für die ganzen anderen Dinge, die wir betreiben. Ja, denn, das sage ich immer meinen Zuhörern, wie erklären wir das unseren Kindern? Ja, ich habe als Wissenschaftler mich dazu entschieden, weil wir die Messung erst als, sag ich mal, in Form dieses Atlas publiziert haben und ich nicht gesehen habe, dass politisch irgendwelche Reaktionen erfolgen, dass ich nicht in 10 oder 20 Jahren da sitzen will als Wissenschaftler und sage, ich habe es euch ja eh gesagt und sozusagen jetzt ist der Meteorit in die Erde eingeschlagen. Deswegen bin ich jetzt auch sehr aktiv geworden. Ich spende übrigens meine Honorare der Uni Köln. Ich verdiene auch kein Geld mit diesem Buch. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne da mal auch auf die Webseite. Big Tech muss weg. Da finden Sie weiterführende Informationen und Sie finden ja auch Informationen zu mir im Netz. Denn das ist jetzt meine letzte Botschaft. Das Schlimme ist ja, dass die meisten Felder in unserer Gesellschaft immer aus ihrer jeweiligen Blase und Bubble das Problem betrachten. Aber eigentlich werden ja alle durch dieselben Mechanismen betrogen. Es ist total egal, ob Sie jetzt in einem Zeitungshaus sitzen oder ob Sie Rundfunk sind, ob Sie privater Rundfunk oder öffentlich-rechtliche sind. Es ist egal, ob Sie ein globaler Markenkonzern oder ein Mittelständler sind oder ein Digital-Startup oder Blogger. Wir werden alle durch ausnahmslos dieselben Mechanismen betrogen. Wenn wir das erkennen würden, wäre es einfach, den Status quo zu ändern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann die Bildschirmfreigabe stoppen, zurück übergeben an Herrn Marquardt und Frau Dr. Ahlert und bin gespannt auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank nochmal. Ganz herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag und auch dann die doch ja, guten vielleicht Ansatzpunkte, Ideen und den Ausblick, dass man genau jetzt hier nicht ganz frustriert rausgeht. Es gab auf jeden Fall einige Fragen und ich würde sagen, wir starten mal eher mit einer auch nochmal Verständnisfrage, die ein ganz guter Einstieg dann vielleicht für die anderen eher Diskussionsfragen auch sind. Es wurde gefragt, wie definieren Sie Traffic? Also vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen, was eigentlich Traffic meint, wie man das vielleicht misst. Und eine Frage, die sich daran auch anschließt, ist das auch die richtige Größe, also Traffic in Minuten und Stunden eben zu messen, um diese Angebote miteinander zu vergleichen? Ja, super. Also natürlich geht es darum zu schauen, wie hoch ist die Aufmerksamkeit auf den verschiedenen Medien. Ne? Also jetzt, das würden Sie eigentlich ja zum Beispiel bei analogen Medien auch tun. Sie würden also zum Beispiel versuchen zu ermitteln, wie viel Zeit verbringen denn die Menschen damit, Fernsehen zu gucken. Das Schöne eigentlich an digitalen Medien ist, dass Sie es natürlich viel präziser messen können, weil Sie natürlich diesen Traffic, diese Nutzungsdauer, die können Sie natürlich über entsprechende Untersuchungsapparaturen mikrosekundengenau bestimmen. Von daher, ja, es ist Nutzungsdauer. Dann, wenn ich das richtig erinnert habe, war die Frage, ob es denn der richtige Indikator ist. Die Frage ist ganz klar, ja, auf jeden Fall. Denn übrigens würden Sie das in der Vergangenheit, haben Sie es übrigens fürs Fernsehen genauso gemacht. Sie haben ja auch geguckt, wie viele Stunden zum Beispiel schauen die Leute Fernsehen. Zeitdauer ist deswegen für Medien der zentrale Indikator, weil natürlich die Nutzungszeit von Medienunternehmen typischerweise eben monetarisiert wird. Also das heißt, zu Geld gemacht wird. Sie können sich also vorstellen, je mehr Zeit Menschen mit einem Medium verbringen, desto mehr können Medienunternehmen natürlich auch Geld damit verdienen, indem sie zum Beispiel
Werbung für diese Inhalte schalten. Und deswegen ist logischerweise natürlich Zeit der interessante Indikator. Vielen Dank. Genau, weil hier kam nämlich der Hinweis, ob Lesen zum Beispiel und Musikstreamen ne, vergleichbar ist, weil das ja in der gerade im zeitlichen Ausmaß sehr unterschiedlich ist. Man Musik im Zweifel sehr, sehr lange hört nebenbei und man immer vielleicht zum Beispiel gar nicht so lange liest. Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt nur, also erstmal, wir können das sehen, das ist im Verhältnis in unseren Messungen ist das sozusagen kein Problem. Wir können uns ja zum Beispiel auch nur dann Bewegtbild anschauen, wie wir das jetzt zum Beispiel in diesem Vergleich öffentlich-rechtlicher Rundfunk angeschaut haben. Da würde ich Sie dann auch animieren, wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie da gerne mal in den Atlas rein, weil dieser Atlas, da haben Sie das auf 270 Seiten natürlich nach allen möglichen Richtungen aufgedröselt. Also da können Sie sich das dann genau angucken. Auch zum Beispiel, was wird auf welchen Endgeräten verwendet? Denn das ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Tätigkeit. Was sind denn überhaupt die unterschiedlichen Tätigkeiten auch den Menschen nachgehen in der digitalen Sphäre und da finden sie das sozusagen in den letzten Mikromillimeter aufgedröselt. Aber entscheidend ist natürlich die Frage, ob es relevante Nutzungszeit gibt auf Nachrichtenmedien und da können wir ganz klar sagen, egal wie Sie sich das anschauen, die Antwort ist ganz klar nein. Vielen Dank. Dann genau gab es eine Frage auch zu, was gehört eigentlich sozusagen alles dazu? Aber ich würde sagen, da sind Sie schon drauf eingegangen auch, dass eben auch von den analogen Anbietern, ZDF zum Beispiel, RTL, dass das auch sozusagen zu den digitalen Medien zählt und auch deren Streaming-Angebote da sozusagen zählen und damit auch auf dem Friedhof der Datennutzung einzuordnen sind. Genau, dann gab es hier eine Frage. Es gibt ja sozusagen mehrere Anbieter und es gibt auch für viele Sachen Alternativen. Also es gibt auch Alternativen zu zum Beispiel Musikplattform YouTube. Kann man dann eben von einem Monopol überhaupt sprechen in dem Zusammenhang? Ja, das ist eine super Frage. Vielen Dank, dass Sie die gestellt haben. Denn zum Beispiel, das ist mir am Anfang meiner Forschung übrigens auch ganz gerne von juristischer Seite vorgeworfen, weil dann gibt es juristische Definitionen, wonach ein Monopol dann vorliegt, wenn es einen Anbieter und niemand anderes gibt. Jetzt würde ich allerdings natürlich denken, dass wir auch in unserer Begriffsbildung uns weiter fortentwickeln sollten. Dieser Monopolbegriff hat natürlich ganz spezifische Ursprünge. Ja? Diese Ursprünge liegen interessanterweise in den Zeiten, wo es zum Beispiel staatliche Privilegien gab. Denken Sie an das Postprivileg, das heißt, es gab einen Gesetzgeber, der hat gesagt, es gibt ein Monopol auf die Verteilung von Post. Das darf nur zum Beispiel der Staat oder dieses Unternehmen machen. Und dann ist es logisch, dass sie einen Anbieter haben und keine Alternative. Die Leute haben tatsächlich keine Alternative. So, diese Gegebenheit haben Sie heutzutage natürlich nicht mehr. Das heißt, heute haben Sie die Situation, dass die, sag ich mal, monopolistischen Anbieter über Netzwerkeffekte zustande kommen. So, das führt dann dazu, dass Sie in den Märkten, die wir vermessen haben, sag ich mal, dann eine marktbeherrschende Stellung, wie es die Juristen auch nennen würden, haben, von zum Beispiel 90% Nutzungsanteil. So, jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ist es jetzt ein Monopol oder ist es kein Monopol? Ist übrigens auch interessant, dass selbst die Juristen es so unterschiedlich sehen. Sie wissen zum Beispiel, dass das Department of Justice verklagt gerade in den USA Google wegen Monopolstellung. Da wird auch aktiv der Begriff Monopol verwendet. Ich glaube, wenn man mit einfachen Menschen draußen spricht, ist der Monopolbegriff natürlich am einfachsten verständlich. Ich würde dafür auch plädieren, dass wir diesen Begriff den zeitlichen Gegebenheiten anpassen müssen. Denn ein Monopol unter diesen digitalen Bedingungen der Netzwerkeffekte kommt auf ganz andere Art und Weise zustande als so ein Postmonopol,
Aber das können wir gerne ausdifferenzieren. Es ändert aber natürlich nichts am Faktenstand. Denn ob es jetzt, ob Sie es Monopol nennen oder sonst muss ich immer quasi Monopol sagen, dann hätte wahrscheinlich meine Präsentation 7 Minuten länger gedauert, weil ich so oft quasi gesagt hätte. Deswegen verzeihen Sie mir das. Und es gibt auch eine Diskussion zu dem Monopolbegriff im Buch. Vielen Dank. Dann genau, gibt es eine Frage oder sozusagen bezieht sich darauf, dass die Plattformen ja vor allem eben eine Infrastruktur stellen und wie es eigentlich zu bewerten ist, ne? Die Personen, die dann eigentlich den Inhalt produzieren, also den Content, wer dafür verantwortlich ist, wie das eigentlich zu bewerten ist. Das ist ja auch sehr gut, meine Lieblingsfrage. Also weil es eigentlich auch der schlimmste regulatorische Fehler ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Vor 30 Jahren, da gab es die ersten Chatforen. Zu dieser Zeit waren übrigens 30 Millionen Menschen weltweit im Netz. 30 Millionen Menschen weltweit waren im Netz. Und das waren also irgendwelche komischen neuen Produkte. Kein Mensch wusste, was da mal draus werden sollte. Und diese Anbieter dieser Chatforen haben damals gesagt, ja, es hat jetzt doof für uns, wenn da irgendwelche Leute irgendwelche komischen Sachen sagen und wir sollen dann dafür die Verantwortung übernehmen. Und damals war im Jahr 1996 war das erste diesbezügliche Gesetz, hat man gesagt, okay, man will diesen neuen Technologien, die man noch überhaupt nicht versteht, jetzt nicht, die will man nicht abwürgen und hat deswegen dieses Haftungsprivileg damals beschlossen. So. Das Haftungsprivileg hat halt nur einen zentralen Denkfehler. Und man muss auch sagen, das sage ich auch in aller Demut, hätte man mich damals 1996 gefragt, hätte ich übrigens denselben Denkfehler gemacht, aber man kann ja nun schlau sein und merken, man hat einen Fehler gemacht und sagen, wir haben einen Fehler gemacht und dann ändert man es. Der Fehler, der gemacht worden ist, ist, dass Plattformen spezifische Inhalte zu Geld machen und keine Verantwortung übernehmen. Ich will das nochmal vergleichen, wenn Sie es jetzt vergleichen mit zum Beispiel RTL. RTL hat ein Programm, ja, und in diesem Programm wird Werbung gezeigt. Analog hat Facebook einen Feed und es wird Werbung gezeigt. Das heißt, medienökonomisch ist Facebook erstmal ein Inhalteanbieter. Das ist völlig egal, wer diese Angebote geschaffen hat und wer nicht. Es werden spezifische Inhalte zu Geld gemacht. Man hätte also sagen müssen, ihr seid nur Infrastruktur, ihr seid nur so etwas wie Telefonleitung, aber sie wissen auch alle, die sie hier in diesem Online-Call sind, noch niemals hat es Anbieter von Telefonleitungen gegeben oder Infrastrukturen, die mit konkreten Inhalten Geld verdient haben. Also hätte man auch sagen müssen, okay, ihr seid Intermediäre oder Internet-Service-Provider, wunderbar. Dann könnt ihr nur leider niemals mit konkreten Inhalten Geld verdienen. Also überlegt euch das, entweder so rum oder so rum. Der Konstruktionsfehler dieser Fehlregulierung besteht darin, dass man sie auf der Haftungsseite eben befreit hat, aber dass man es ihnen erlaubt hat, zugleich erlaubt hat, genauso zu monetarisieren wie Redaktion. Und das ist natürlich der Genickschuss für die Redaktion, weil die sollen dasselbe machen. Die sollen Geld dafür bezahlen, für die Honorare und auch noch die Haftung übernehmen. Und das ist der Denkfehler und den könnte man leicht kurieren. Und auch nochmal eine Frage eher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob da die direkten Übertragungen, die sozusagen nicht über das Internet ausgestrahlt werden, auch berücksichtigt wurden bei der Untersuchung? Also es ist eine hervorragende Frage. Die Person, die diese Frage gestellt hat, hat übrigens auch genau den Punkt rausgesucht, wo man auch wirklich eine Frage stellen kann. Denn wir haben dieses Problem übrigens nicht bei den Anbietern der Publisher. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie die Situation haben, zum Beispiel bei Facebook, Sie haben ein Angebot von spiegel.de. In dem Augenblick, wo Sie es anklicken, wird es spiegel.de zugerechnet. Sie haben natürlich völlig recht, dass öffentlich-rechtliche Bewegtbildangebote auch auf YouTube stehen.
Wir müssen aber wissenschaftlich, methodisch hier konsistent sein. Das heißt, wir müssen uns für eine Richtung entscheiden, sonst kommt sozusagen alles durcheinander. Das heißt, wir haben uns hier dafür entschieden, immer auf Domain-Ebene zu messen. Das heißt, dieser Punkt ist völlig valide. Das heißt, Sie können jetzt sagen, sind es wirklich 4% oder sind es zum Beispiel 6% oder sind es 7%? Es gibt Ergänzungsstudien, die versuchen herauszufinden, wie hoch ist dann der Anteil, wenn Sie öffentlich-rechtliche Inhalte, Bewegtbildinhalte auf Plattformen wie YouTube dazurechnen würden. Ich kann Ihnen sagen, es würde das Bild nicht dramatisch verändern. Ich bin übrigens auch im Austausch mit den Öffentlich-Rechtlichen, die bestätigen das. Aber Sie haben völlig recht, dass diese spezifische Situation hier YouTube zugeschlagen würde und nicht dem Öffentlich-Rechtlichen. Aber es würde tatsächlich an der Grundsituation nichts ändern. Okay. Dann wird hier angemerkt, TikTok ist hier noch nicht genannt worden. Welche Rolle spielt das gerade? Genau. Gehört die Plattform ja, auch zu den großen Playern? Ja, TikTok ist aber, das ist übrigens so ähnlich wie zum Beispiel Instagram, ist natürlich von der Nutzungsstruktur sehr, sehr jung. Deswegen zum Beispiel ist auch hier das interessante Ergebnis von unseren Messungen gewesen, auch wie groß Facebook ist, weil Facebook natürlich durch die gesamte Bevölkerung hindurch verwendet wird. Das heißt tatsächlich, TikTok ist da drin, aber es ist halt relativ gesehen zu klein. Spannend, weil da ja gerade, ne, einfach auch so eine große Diskussion drumherum ist. Ja. Genau, gehen wir vielleicht eher in Richtung auch. Zum Beispiel Twitter ist dasselbe, ne? Twitter gibt es auch Riesendiskussionen. Twitter ist im Verhältnis relativ unbedeutend, macht innerhalb von Social Media vielleicht gerade mal 5% der Nutzungszahlen. Spannend. Also spannend auch immer mal sozusagen eine konkrete Zahlen dazu ja, ja. zu haben, weil ja eine Diskussion und Debatten ja in ihrer Größe nicht immer sozusagen mit den reellen Zahlen dann übereinstimmen müssen. Deswegen ein spannender wissenschaftlicher... Ja. Wissenschaft ist toll. Das genau. Möchten wir hier natürlich auch vor allem vermitteln. Dann gehen wir vielleicht eher auch mal in Richtung Politik. Fragen hierzu sind zum Beispiel, ne, hat die Politik das in einem ausreichenden Maße schon erreicht, ihre Ergebnisse, welche Entwicklungen sind hier zu erwarten? Kriegt die Politik das vielleicht auch nicht so mit, weil sie mehr in analogen Medien noch unterwegs ist? Ja, also ja, ich bin da sehr leidgeprüft. Also auf der anderen Seite ist es so, ich beforsche dieses Thema seit 15 Jahren. 13 Jahre hat es wirklich niemanden interessiert. Die Leute haben mich teilweise haben gedacht, ich sehe Schmetterlinge um mich rumfliegen, die nur ich sehen kann. Interessanterweise hat es eine Änderung der Wahrnehmung gegeben. Ich sage immer, derjenige, der mir am meisten geholfen hat, ist Elon Musk. Das heißt, es gibt überhaupt erst eine kritische Debatte, seitdem Elon Musk Twitter gekauft hat. Es ist übrigens auch absurd, weil ich ja vorhin gerade gesagt habe, Twitter ist relativ unbedeutend im Verhältnis, ja. Aber trotzdem, dank Elon Musk haben die Leute jetzt gemerkt, dass es ein Problem gibt. Es ist völlig richtig, was Sie sagen. Die Politik ist viel zu stark analog fokussiert. Wenn Sie sich das anschauen, die Landesmedienanstalten, die Rundfunkkommission, also alleine die KEK, die KEF, also alleine dieses ganze Bündel an Medienregulierung, was wir aufwenden, um analoge Medien zu regulieren. Und schauen Sie sich mal an die Debatten. Ja, jetzt hatten wir doch gerade die Debatte um den Rundfunkbeitrag. Also jetzt gefühlt über Monate und wird in allen Medien diskutiert und Sie merken, Sie haben keinerlei ähnliche Debatten in Bezug auf digitale Medien. Und hier kommen wir übrigens, ich kann jetzt hier auch nochmal den Schwenk machen zu vorhin, zu den Intermediären. Dann sagen die Juristen, ja, ist ja auch egal, weil es sind ja nur Intermediäre, es sind ja gar keine Medien, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich bin jetzt nun Medienwissenschaftler und würde erstmal sagen, es ist ja schon, der Begriff ist ja schon absurd genug, weil Intermediäre, zwischen, ein Medium ist das mittlere zwischen etwas, ja, also eigentlich haben die Juristen da nur einen anderen Begriff für Medium verwenden. Natürlich sind es Medien, es werden natürlich auch von den Menschen als Medien bezeichnet. Social Media, warum nennen die Menschen das denn Social Media? Wenn Sie die Leute fragen,
In welchen Medien informieren Sie sich über den Ukraine-Krieg? Dann sagen die natürlich auch eben YouTube oder Internet oder Facebook oder und dergleichen oder Social Media, ja, sind Medien. Aber weil wir sie juristisch nicht als Medien behandeln, fallen sie zum Beispiel nicht unter die Vielfaltsregulierung. Ja, das muss man sich, also ich muss jetzt immer aufpassen, ich werde dann Sie merken, ich werde da kann mich dann ein bisschen reinsteigern. Es ist natürlich völlig absurd. Ja, ich habe sehr viel Zeit jetzt in den letzten Jahren auch mit der Politik verbracht, weil es mich persönlich auch sehr beunruhigt, was passiert. Die Parteien hören mir zu momentan. Ich habe mit einem sehr renommierten Kölner Rechtswissenschaftler und Regulierer, dem Professor Nikolaus Pfeiffer, auch einen konkreten Regulierungsvorschlag jetzt publiziert, der auch von der Politik jetzt auch ernst genommen wird. Aber wie lange das jetzt dauert, bis da was umgesetzt wird, ist tatsächlich fraglich, zumal das Problem auch ist, wir haben jetzt diesen Digital Markets Act und Digital Services Act, der tritt jetzt gerade in Kraft und die Politik wird immer sagen, ja, jetzt haben wir ja schon was gemacht. Jetzt warten wir erstmal, wie sich das im Markt bewährt. Das Problem ist nur, das wird 2-3 Jahre dauern. Und Sie haben ja vorhin die Zahlen gesehen. Wir haben überhaupt keine Zeit. Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt 2-3 Jahre zu warten, weil ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass das an den Monopolen überhaupt nichts ändern wird. Also da wette ich auch gerne beliebige Beträge drauf. Deswegen ist es wirklich ein Problem. Es ist echt ein Problem. Mehrere der Zuhörerinnen und Zuhörer fragen auch, was ist eigentlich mit der EU? Also arbeitet Brüssel daran, ne? Kann das Deutschland überhaupt alleine angehen und lösen? Auch die Vorschläge, die Sie am Ende präsentiert haben, bezieht sich das auf Deutschland? Ne? Wer sozusagen müsste da eigentlich auf politischer Ebene aktiv werden? Was wird vielleicht auch schon gemacht? Ja, also erstmal ist es ein, also dann übrigens auch, viele von diesen Fragen werden natürlich ausführlich im Buch beschrieben. Also vielleicht schauen Sie mal rein, das ist ein ganzes Kapitel in dem Buch, wo ich mal zeige, wie komplex ist das alles. Das ist übrigens auch besonders interessant, weil man hat natürlich absichtlich sehr viele unterschiedliche Kompetenzen und Instanzen für die Regulierung von Medien, weil, das wissen wir alle am besten, wir wollten die Medien schützen. Ne? Sie erinnern sich an das, was im Nationalsozialismus passiert ist. Ja? Niemals darf es einzelnen Gruppierungen gelingen, die Kontrolle über die Medien zu bekommen. Deswegen haben wir sehr viele unterschiedliche Instanzen geschaffen und Sie merken jetzt schon die Absurdität des Ganzen. Denn natürlich haben die Digitalkonzerne sich jetzt trotzdem diese Monopole unter den Nagel gerissen, was nicht verhindert werden konnte. Und wenn man es jetzt abschaffen will, hat man eben diesen Kompetenzwirrwarr. Und das führt natürlich dazu, weil es auch schwer zu lösen ist, dass die unterschiedlichen Instanzen aufeinander zeigen, sagen, ja, das ist ja sowieso nicht unsere Aufgabe und da müssten ja Inhalte sind ja Aufgabe der Bundesländer und das hier ist Wettbewerbsrecht, das ist auf der Ebene des Bundes und dann sagt jemand anders, ja, aber dann müsste mal die EU ran. Also meine Haltung zu diesem Problem ist immer, wir sollten natürlich versuchen, auf der Ebene der EU was zu tun, aber wir haben das auch gesehen, Digital Markets Act und Digital Services Act wären nie entstanden ohne das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir sind in Bezug auf Kompetenz, glaube ich, hier sehr gut aufgestellt in Deutschland. Schauen Sie mal, wir haben so super wissenschaftliche Messungen hier, die wir verwenden können, ja, was hält uns davon ab, hier in die Hände zu spucken, Ärmel hochkrempeln und zum Beispiel schon auf der Ebene des Bundes und der Länder so viel zu machen, wie wir können, von mir aus vorzuarbeiten, wie das zum Beispiel ja auch am Ende so war, dass die EU dann im Digital Markets Act, Digital Services Act sehr viel von diesem Vorarbeiten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes übernommen hat. Ja, das heißt, momentan ist es leider genau andersrum. Alle sagen ja, alle jammern, alle heulen rum, alle sagen, ja, ist ja total schwer. Alle sagen, es müssten noch mal die anderen was tun und verstecken sich eigentlich dann dahinter, dass sie selber eigentlich das nicht schuld sind. Und das ist ganz schlimm. Mhm.
Ja, eine Person hat auf jeden Fall auch darauf hingewiesen, ne, dass eben gerade jetzt Medien zum Teil ja auch eher gegeneinander arbeiten, anstatt in dem Punkt jetzt an einem Strang zu ziehen. Das haben wir auch gerade nochmal schön beschrieben. Das predige ich auch jedes Mal seit Jahren, wenn ich irgendwo draußen spreche. Sehr gut. Dann war hier eine Frage jetzt auch zu strafbaren Inhalten. Vielleicht, Moment. Genau, Sie sagen, die Politik sollte strafbare Inhalte vielleicht einfach verbieten auf den Plattformen. Ist das so einfach, ne, sozusagen auch zu sagen, was ist strafbar, was nicht? Wie sieht es aus mit Meinungsfreiheit? Ja, deswegen, ich habe ja viele Jahre über diese Themen nachgedacht und deswegen ist es wichtig, dass ich genau so verstanden werde, wie ich es gesagt habe, denn ich habe nur von Monetarisierung gesprochen. Das heißt, wenn Sie dieses Problem, sage ich mal, zwischen zwei Polen behandeln, also dann haben Sie Freiheit und Kontrolle. Ja? Also Freiheit, Sie dürfen alles sagen. Kontrolle wäre jemand, der sagt, ja, aber müssen wir darauf aufpassen. Dann haben Sie sofort dieses Zensurthema. Aber wir haben ja sozusagen zwischen diesen zwei Polen ein sozusagen drittes Element und das ist die Monetarisierung. Denn die Plattformen verdienen Geld mit konkreten Inhalten. So, und deswegen finde ich diese Lösung, diesen Lösungsvorschlag charmant, weil wir momentan eine Situation haben, wo die Plattformen einfach Geld verdienen können, so wie sie wollen. Sie kümmern sich nicht, sie übernehmen die wirtschaftliche Verantwortung, aber sie übernehmen nicht die inhaltliche Verantwortung. In dem Augenblick, wo sie diese Regeln ändern würden und sie würden sagen, also in dem Augenblick, wo eine Plattform monetarisiert, wo sie konkret Geld mit von konkreten Inhalten verdient, ist sie dran und ist sie in der vollen Haftung. Wird eines passieren, die Haftung, die Plattformen werden Wege finden, wie sie diese Inhalte sozusagen aussortieren. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht existieren. Und deswegen finde ich es, wenn ich sage, dass ich finde es als Lösung charmant, weil sie die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Sie können nach wie vor auf Plattformen sogar strafbare Inhalte verbreiten. Sie können sogar, keine Ahnung, zu Straftaten aufrufen. Aber sie können es nicht mehr, solche Inhalte können nicht mehr von Plattformen monetarisiert werden. Das heißt, die Plattformen werden sich sehr gut aussuchen, welche Inhalte sie zu Geld machen. Das können sie auch zum Beispiel durch Schwellen abfedern. Ne? Aber ich bin der Meinung, ich habe ehrlich gesagt sehr wenig Mitleid mit den Plattformen. Ja? Ich glaube, dass die Plattformen genug Mittel und Wege haben, hier aktiv zu werden. Und ich würde auch sagen, wir sollten diese Haltung einstellen, die armen Plattformen, ja, die Plattformen müssen die Probleme ihrer eigenen Geschäftsmodelle lösen. Und die Plattformen beschreiben sich ja immer als sehr innovativ, als digitale Pioniere. Ich bin sicher, denen wird was einfallen. Und zum Punkt der Monetarisierung passt sehr gut noch die Frage, auch gibt es Erkenntnisse dazu, welcher Teil der Werbeeinnahmen eigentlich an die Plattform sozusagen geht und wie viel aber auch an die Content Provider, also die Personen, die sozusagen den Inhalt produzieren. Ja, also die, sag ich mal, diese Informationen sind teilweise publiziert. Also es gilt jetzt, wenn Sie jetzt normale Inhalte sich anschauen, die bei Facebook und dergleichen Instagram gepostet werden, ist es gar nichts, dann verdient im Prinzip die Plattform alles. Die Leute arbeiten also gratis für die Plattform. Anders ist es bei YouTube zum Beispiel. Bei YouTube behalten die Kreatoren 55% und 45% geht an die Plattform ab bestimmten Schwellen. Und jetzt bei großen Videokreatoren gilt derselbe Betrag eben auch für Facebook und Instagram. Ja? Das ist im Prinzip die Monetarisierung, die momentan stattfindet. Was aber besonders interessant ist, wir wissen natürlich nicht, wer da welches Geld bekommt. Und Sie haben da natürlich das zusätzliche Problem, wenn Sie sich das aus der Plattformperspektive anschauen. Am besten sind natürlich aus Plattformperspektive Inhalte, die sozusagen inhaltlich nah an einer möglichen Transaktion stehen.
Also deswegen die Beauty-Influencer, die sagen, keine Ahnung, ich habe hier einen neuen Lippenstift ausprobiert oder selbst beim Katzenvideo können sie Katzenstreu verkaufen. Nachrichten lassen sich natürlich viel schlechter in Geld verwandeln. Ja? Deswegen können Sie davon ausgehen, dass natürlich aufgrund dieses Nexus hauptsächlich die Leute da Geld verdienen, die mit, sag ich mal, Demokratie irrelevanten Themen draußen sind. Aber all das wissen wir nicht. Ne? Das heißt, das ist auch ein Riesenproblem. Es ist auch ein Riesenproblem für die medienwissenschaftliche Forschung. Wir wissen auch überhaupt nicht, welche, das müssen Sie, das ist, wenn wir uns anschauen, jetzt vor 20, 30 Jahren in der Medienwissenschaft hatten wir eine Art von Verständnis darüber, welche Inhalte überhaupt über die Massenmedien verbreitet wurden. Sie müssen sich das vorstellen, das wissen wir heutzutage nicht. Das gibt vielleicht nicht allem, die das so zugeben, wie ich das jetzt hier tun würde. Aber wir können natürlich auch nicht innerhalb, wir können nicht in die Blackboxes der Plattform reinschauen. Auch das ist ein Riesendemokratieproblem. Dann genau eher jetzt nochmal passend eine Frage auch zur Forschung. Gibt es Grenzen der Beobachtbarkeit für das Nutzungsverhalten? Genau, was kann man sozusagen beobachten und nachvollziehen und was aber auch nicht? Ja, also ganz klar, Sie haben Grenzen der Beforschung, weil wir nicht in die Blackboxes der Plattform hineinschauen können. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die Plattformen lassen sich ungern in die Karten schauen. Die mögen das auch, selbst unsere Messungen, kann ich Ihnen sagen, haben eine relativ große Welle gemacht, denn die Plattformen mögen das nicht, dass andere zum Beispiel das genau einsortieren können. Und deswegen gibt es, also die Plattformen stellen solche Daten meist für Forschungsthemen zur Verfügung, wo sie dann auch als Wohltäter dastehen. Keine Ahnung, es gab zum Beispiel solche Fälle im Kontext der Corona-Epidemie, ja, wo dann für spezifische Fragestellungen die Plattform Daten zur Verfügung gestellt haben, um sich dann natürlich zu wissen, guck mal, wir helfen euch hier in dieser schrecklichen Epidemie. Aber wenn die meinen Namen hören, können sie sicher sein. Also ich kriege sowieso keine Daten von denen als Big Tech-Kritiker. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Und ja, quasi dann auch für die Demokratie eher schwierig, wenn unabhängige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da nicht genau mit den Daten arbeiten können und da keinen Zugriff haben. Ja, und es ist, sag mal so, das nächste Thema, was ich ja gar nicht angeschnitten habe, ist halt die lobbyistische Macht von Big Tech. Big Tech ist ja in Bezug auf Investitionen mittlerweile weit vor Automobil, Pharma und den üblichen Verdächtigen aus der Vergangenheit. Und das Problem ist auch, ich weiß, wir haben ständig solche Skandale. Das heißt, nur mal als Beispiel, erst gibt die Firma Meta 500 Millionen Dollar an die Universität Harvard und dann ein halbes Jahr später werden tech-kritische Forschungsprojekte gestoppt oder bei Leuten, die tech-kritische Positionen vertreten, wird der Arbeitsvertrag nicht verlängert. Die gehen dann an die Öffentlichkeit. So, was sagt natürlich die Universität? Kann eine Universität zugeben, ja, wir haben uns tatsächlich von Big Tech kaufen lassen und stoppen die Forschung? Nein, im Gegenteil, dann haben sie noch eine riesen Schlammschlacht, weil natürlich die Universität auf ihrer Unabhängigkeit bestehen muss und natürlich sagt, nein, das waren auch miserable Forscher, die wollten wir sowieso rausschmeißen und so weiter und so fort. Ja, also es ist, und das sehen Sie auch alles in dem Buch, was ich geschrieben habe, wo ich dann auch die Durchdringung der unterschiedlichen Öffentlichkeiten durch Big Tech beschreibe. Dasselbe gilt übrigens auch für den Journalismus. Das heißt, gerade die führenden Leitmedien in Deutschland erhalten auf verschiedenen Wegen sehr hohe Zuwendung von Big Tech. Das heißt, es ist natürlich dramatisch. Big Tech schafft eigentlich systematisch die Redaktionen ab in der Breite, aber Leitmedien werden gefördert. Und ich finde, dass die, wenn Sie sich die Berichterstattung anschauen in den Leitmedien, dass die nicht sehr kritisch ist. Ja,
Sie haben dann, keine Ahnung, Sundar Pichai, der CEO von Alphabet, also von dem Mutterkonzern von Google, war jetzt hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo man sich sowieso fragen muss, was macht der auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Also da sehen Sie schon, mit welchen Leuten unsere Politiker sprechen. Und dann kriegt er eine komplette Seite in der Süddeutschen Zeitung, ohne jede kritischen Fragen. Das ist der Wahnsinn. Diese Durchdringung unserer Öffentlichkeiten durch Big Tech wird in dem Buch sehr, sehr detailliert aufgearbeitet. Dazu passend auch natürlich dann die Fragen, was kann man als Einzelner eigentlich tun? Ne? Sollte man monopolistische, hier steht jetzt Medien oder eben Anbieter eigentlich meiden? Sind die Nutzer, Nutzerinnen mitverantwortlich, weil sie ja die großen sozusagen Digitalkonzerne eben durch Nutzung auch unterstützen? Und ne, hier steht dann jede Welle auch mitreiten. Also was kann man tun? Ja, erste Frage ja, zweite nein. Also die erste Frage, sollen wir andere Angebote verwenden? Ja, auf jeden Fall. Tun Sie das, wo Sie das können. Zweite Frage, sind wir selbst schuld? Nein. Und das ist der große Unterschied auch von meiner Kritik im Verhältnis zu anderen Kritiken. Als ich mir das angeschaut habe, was wir da gemessen haben, ist mir eine Sache klar geworden, das wiederhole ich auch gebetsmühlenartig, wir haben keinen Wettbewerb, wir haben keine Vielfalt. Und deswegen sage ich das auch immer wieder genauso gebetsmühlenartig, wenn Sie keinen Wettbewerb haben, dann haben Sie nicht mehr die realistische Chance, zwischen unterschiedlichen Angeboten zu wechseln, weil meistens der Verlust an Nutzen, den Sie bei den Alternativen haben, zu hoch ist. Ja, und deswegen haben wir eigentlich keine Schuld. Ja, übrigens wird mir das auch vorgeworfen. Auch ich bin da jetzt mittlerweile, habe jetzt relativ viel Publizität. Es war auf einer Konferenz ist dann der CEO von YouTube gefragt worden, auch zu meinem Buch. Und dann sagte er, ja, der Martin André, was will der überhaupt? Der verkauft sein Buch ja auch über Amazon. Natürlich verkaufe ich das Buch über Amazon, weil ich Ihnen sagen kann, dass 90% aller Online-Buchverkäufe über Amazon stattfinden. Das heißt, wenn ich es nicht über Amazon verkaufe, verliere ich 90% der potenziellen Leser. Unter den Bedingungen der Monopole haben wir keine freie Wahl mehr. Ich habe diese Wahl auch nicht. Und deswegen ist es eigentlich genauso, ich sag mal zynisch, kann man sagen, wie im mittelalterlichen Feudalismus. Die Feudalherren im Mittelalter, die haben das übrigens auch als eine Art von Wohltat angesehen, dass sie den Bauern das Land gegeben haben. Und das Lehen, was vergeben wurde, hieß damals Beneficium. Es war eine Wohltat und sie haben dieses Lehen auch nur nach der Bitte des Lehnsnehmers gegeben. Ähnlich ist das heute. Ja? Das heißt, es ist eine Scheinfreiheit, aber de facto besteht diese Freiheit überhaupt nicht. Und deswegen halte ich es auch für sehr kritisch, wenn wir zum Beispiel netzaktivistische Strömungen haben, die mit einer sehr hohen Naivität dann sagen, verwendet Mastodon oder beliebige andere Netzwerke, wo das für die Leute eigentlich in der Realität nicht durchhaltbar ist. Und deswegen sage ich auch immer in der Metapher, wir müssen die Bastille stürmen. Wir müssen diese Monopole aufbrechen. Wir müssen die digitalen Märkte öffnen und das können wir tatsächlich nur durch Regulierung. Aber wir brauchen eine Debatte. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen eine Debatte hinbekommen. Wir müssen mit Leuten sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass es in den Medien ein Thema wird. Und in dem Augenblick, wo wir eine Debatte haben, dann wird auch die Politik handeln. Wir haben keine Debatte. Daran liegt es. Vielen Dank. Genau, es sind noch ein, zwei Fragen da und dann würden wir aber auch langsam zum Ende kommen. Eine Frage bezieht sich noch darauf, wie können Menschen eigentlich auch unterstützt werden, Fake News zu erkennen und auch Populismus zum Beispiel von demokratischer Meinungsbildung zu unterscheiden, also wahrscheinlich ne, auch in inhaltlichen Beiträgen. Was braucht es da auch an zum Beispiel Medienbildung? Ja, also auch da sozusagen habe ich eine spezifische Haltung. Diese Haltung ist wieder dieselbe wie vorher bei den anderen Sachen. Alle Sachen, die jetzt sagt man ja,
wir müssen auch viel mehr tun in Bezug auf Medienkompetenz. Ja? Da gibt es ja auch ganz viele Angebote, die werden dann auch wieder staatlich gefördert. Wo landen die? Im Friedhof. Ja? Das heißt, sie haben keine Chance, weil die Leute so viel Zeit auf den Plattformen verbringen, dass sie überhaupt nicht diesen Punkt quasi machen können. Ne? Und deswegen gilt auch für diese Themen dasselbe wie für alle anderen. Wir müssen das Wurzelproblem lösen. Und auch da ist vielleicht eine interessante Pointe in meinem Buch. Wenn Sie die Dinge tun, die ich vorschlage, dann wird dadurch zweierlei bewirkt. Sie müssen sich das so vorstellen. Momentan ist es so, dass wir durch die Fehlregulierung den Netzwerken einen sehr hohen Wert geben und den Inhalten einen sehr kleinen Wert. Ja? Ich sage auch immer aus Spaß, wenn Sie kennen ja Steve Bannon und sein Motto Flood the Zone with Shit. Ja, das ist natürlich in dieser Medienökonomie die perfekte Strategie. Denn das Einzige, was wirklich Wert liefert, ist das Netzwerk und die Inhalte haben eigentlich keinen Wert mehr. Wenn Sie das tun, was ich vorschlage, ändern Sie das Spiel. Das heißt, auf einmal sind die Netzwerke nichts mehr wert. Ja? Die Netzwerke werden austauschbar. Ja? Die Netzwerkgrenzen können Sie überstreiten. Das heißt, auf einmal ist der Inhalt wieder wichtig. Und vor allem, die Inhalte können auch auf eigenen Domains draußen Nutzung auf sich ziehen. Und dann wird etwas passieren, dass automatisch durch diese neue Incentivierung auch viel hochqualitativere Inhalte entstehen werden, relational. Das heißt, ohne dass es, natürlich können Sie so Fake News nicht aus der Welt schaffen, aber momentan ist das Ökosystem so gebaut, dass es natürlich den Fake News hilft. Je spektakulärer und idiotischer die Headline ist, desto mehr wird es natürlich jetzt in diesem kurzfristigen Flackern der Plattform belohnt. In dem Augenblick, wo ich das ändere, aber haben natürlich auch wertvolle und gute und balancierte Inhalte überhaupt eine Chance. Vielen Dank. Da würde ich, glaube ich, hier von den ZuhörerInnen Fragen oder Hinweis mal damit schließen. Man sollte doch versuchen, das Thema auch in einer prominenten Talksendung zu platzieren, zum Beispiel bei Lanz oder Ähnlichen. Aber da haben Sie vielleicht auch schon dran gedacht. Nein, aber die Österreicher, die haben mich schon entdeckt. Also ich war schon in der reichweitenstärksten Talkshow in Österreich. Der Markus Lanz hat mich noch nicht angerufen. Aber ich bin ja jetzt quasi auch Überzeugungstäter. Das heißt, ich mache weiter. Denn also für mich ist es auch ein Herzensanliegen. Ich meine das wirklich so. Dieses Buch, dieses neue Buch ist entstanden. Ich habe abends mit einem Freund im Hinterhof in der Corona-Zeit in einer kalten Winternacht an so einem kleinen Feuer gesessen und war frustriert, dass diese Messungen aus dem Atlas eigentlich nicht wahrgenommen wurden. Und der sagte nur, du hast doch Kinder, dann musst du jetzt nach draußen gehen, dann tu doch was. Ja? Und dann habe ich gesagt, da hast du eigentlich recht. Und deswegen habe ich dann dieses Buch geschrieben und jetzt schaue ich selber mit Spannung drauf, ja, wie weit ich jetzt damit komme. Ja, ich glaube, so von den Fragen und Hinweisen, die ich hier so lese, würde ich sagen, Sie haben auf jeden Fall etliche der Zuhörerinnen und Zuhörer überzeugt, die auf jeden Fall sehr dafür plädieren, dass Sie auch in eine der großen deutschen Talkshows kommen und da Ihr Anliegen platzieren können. Von daher kann ich nur sagen, vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank auch für die angeregten Fragen. Super, sind ja nicht ganz alle vielleicht beantwortet worden, aber genau, hier wird Ihnen auch viel Glück und Erfolg gewünscht. Also ich würde sagen, Sie haben das Anliegen gut rübergebracht. Ich denke, wir würden nochmal auch auf die Evaluation hinweisen. Wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat oder Sie Anregungen haben, dann klicken Sie gerne auf den Link im Chat und bewerten Sie hier die Veranstaltung. Ja, Herr Dr. André, ganz, ganz herzlichen Dank und dann würde ich nochmal für den Ausblick auch für die kommenden Sachen an meinen Kollegen Markus Marquardt in Ulm übergeben. Ja, vielen Dank. Ich hoffe jetzt, ich teile den richtigen Bildschirm. Das ging nämlich bei mir ganz schnell und nicht gerade meine E-Mails, die nebenher dann plötzlich noch aufgepoppt sind. Dann ist gut. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank, Herr André, für den tollen Vortrag. Wir haben im Chat auch nochmal den Link eingestellt für Ihr Buch Big Tech muss weg. Und die Reaktionen haben es ja gezeigt, dass man Ihren Argumentationen da sehr gut folgen konnte. Wir haben jetzt nochmal geteilt hier auf dem Bildschirm die
Evaluation. Sie können das entweder über den QR-Code hier jetzt noch ablesen, zum Beispiel mit Ihrem Handy oder Smartphone einfach einscannen und dann beantworten. Die Fragen bleiben bis heute Abend offen. Das heißt, Sie haben da die Möglichkeit, dann einfach nochmal drauf zuzugreifen. Und ansonsten würden wir gerne nochmal auf die Webseite www.onlineringvorlesung.de hinweisen. Da finden Sie eben demnächst auch diesen Vortrag jetzt nochmal online. Den ersten Vortrag finden Sie dort bereits online und der nächste Vortrag findet dann in einer Woche am 15. Mai statt, dann zur gesellschaftlichen Beteiligung und künstliche Intelligenz mit Professor Sack von der Bergischen Universität Wuppertal. Und ich glaube, damit sind wir am Ende. Nochmal vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. André, und an dich, liebe Katrin Allert, für diesen tollen Beitrag aus Frankfurt und Entschuldigung, aus Köln. Und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.